Auf diesen Augenblick habe ich mich ja schon lange gefreut, endlich den Wohnwagen aus dem Winterschlaf zu wecken und auf Tour zu gehen. Trotzdem, dieses Jahr wird es ein Wechselbad der Gefühle sein. Mich wird Wehmut begleiten, denn es ist unwiderruflich das letzte Jahr mit Wohnanhänger am Haken. Jetzt möchte ich ja nicht mein neu entdecktes Hobby, das Reisen, aufgeben. Aber ich habe Nägel mit Köpfen gemacht und mir auf der Messe und Caravaning in Leipzig, das war im Oktober des letzten Jahres, ein Wohnmobil bestellt. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dirk. Schön, dass ihr mich eingeschaltet habt. Es geht in den Kurzurlaub über Ostern, es geht nach Altwerder. Werder ja jetzt nicht im Havelland, sondern genau auf der anderen Seite von Berlin, nämlich im Märkischen Oderland bzw. in der Märkischen Schweiz. Ich bin jetzt auf dem Camperhof Altwerder eingetroffen. Im vorderen Bereich geht es über einen Bauhof und im hinteren Bereich befinden sich dann die Stellplätze. Nähere Informationen zu diesem Stellplatz gibt es demnächst in einem Extravideo. Man hat sich schon sehr viel Mühe gegeben, um dem Besucher auch ein österliches Ambiente zu bieten. Unterwegs bin ich im Märkischen Oderland, es geht nach Bad Saro, also ganz idyllisch durch die Märkische Schweiz. Ja, und wie man unschwer erkennen kann, führt die Ostsee-Pipeline quer durch den Naturpark Märkische Schweiz. Und wer möchte, hat sogar hier mal die Gelegenheit, durch eine Pipeline zu laufen. Ja, genau das ist für mich Urlaub und Erholung pur. Einfach morgens auf das Fahrrad schwingen, durch die Wälder fahren, über die Felder treiben lassen, die Natur hautnah erleben, man sieht so vieles Idyllisches, man kommt natürlich auch mal durch Ortschaften durch, wo man vielleicht sehr alte Häuser sieht, die noch so das Leben vor 100 oder 150 Jahren der Menschen widerspiegeln, wo man noch das Wirken dieser Menschen erkennen kann. Also das gefällt mir immer wieder und das fasziniert mich ganz einfach. Ja, man kann schon sagen, also eigentlich habe ich ja immer ein Ziel, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, aber das Ziel hat eigentlich keine besonders hohe Priorität, sondern der Weg dahin ist schon das Ziel und da sieht man allemal mehr, als wenn man dann direkt vor Ort angekommen ist. Ja, und angekommen bin ich jetzt tatsächlich mal, nämlich am Scharmützelsee. Ja, ich habe jetzt hier mal einige Zeit zugesehen, also so richtig mutig war ja keiner gewesen und hat mal so einen richtigen Sprung hingelegt, also alle sind dran vorbeigefahren.
Ja, wie vorhin bereits erwähnt, das ist also der Scharmützelsee. Und direkt an diesen See grenzt natürlich Bad Saro an. Dieser See ist Touristenmagnet für Kurgäste, für Wellnessgäste und natürlich für Enthusiasten des Wassersports allgemein. Was wir hier sehen, das ist eine alte Ringofenziegelei und diese befindet sich in Lichtenau, so circa 20 Kilometer nördlich von Bad Saro. Eben habe ich versucht, mit dem Handy Licht in das Innere der Ringofenanlage zu bekommen. Man hat in den Eingangsbereichen, die man zugemauert hat, kleine Öffnungen gelassen, aber allerdings reicht die Leuchtkraft des Handys nicht aus, um jetzt, sage ich mal, wirklich wertige Aufnahmen aus dem Inneren des Ringofens zu bekommen. Ein weiteres Ziel auf meiner Reise sind die Markgrafensteine. Das Ziel ist also jetzt erreicht, die Rauner Steine bzw. die Markgrafensteine. Gefühlte 3 Kilometer muss man immer bergauf fahren. Da geht es steil bergauf von Rauen aus. Ja, das ist so ungefähr wie zu Hause im Erzgebirge. Das ist man ja gewohnt. Hier hätte ich fast nicht damit gerechnet, aber es muss einem ja klar sein, wo man sich befindet. Man befindet sich hier in den Rauner Bergen bzw. in der Märkischen Schweiz und da ist eben ganz einfach nicht immer nur mit Flachland zu rechnen. Das muss jetzt ganz einfach mal sein. Eigentlich fehlen ja noch die 50 Kerzen, aber darauf kann ich ganz gut verzichten. Ich schwinge mich dann wieder aufs Fahrrad und starte in die nächsten 50 Jahre. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und somit auch der letzte Tag, denn morgen ist schon wieder Abreise. Heute bin ich natürlich wieder mit dem Fahrrad unterwegs und jetzt im Moment besichtige ich die Pyramide in Garzau. Die Pyramide in Garzau ist die größte Feldsteinpyramide Deutschlands. Sie war mal Teil einer Gesamtanlage gewesen, bestehend aus dem Schloss und dem dazugehörigen Landschaftspark. 1911 brannte der Vorgängerbau des Schlosses ab, man errichtete aber das Schloss neu und somit verfiel letztendlich die Pyramide. Erst 1999 hatte man die Pyramide wiederentdeckt und in circa 10-jähriger Bauzeit wieder aufgebaut mit eigenen Mitteln.
Der Innenbau befindet sich heute weitgehend wieder im Originalzustand. War ich doch vor 2 Tagen am Scharmützelsee gewesen, so bin ich heute am Schermützelsee. Und der Schermützelsee ist der größte See mit seinen 137 Hektar im Märkischen Oderland bzw. in der Märkischen Schweiz. Noch einmal hier ganz entspannt frühstücken und dann trete ich wieder die Heimreise an. Ich bin auf der Rückfahrt. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls es euch gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Gebt ein Like, abonniert meinen Kanal. Hat es euch nicht gefallen, dann natürlich Daumen nach unten und dann unbedingt einen Kommentar. Denn nur mit angebrachter Kritik kann ich zukünftig die Qualität meiner Videos verbessern. Tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal.